Die russische Nationalmannschaft hat nach dem 2:1-Sieg zum Nations League-Auftakt in der Türkei ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert. Der WM-Viertelfinalist gewann am Montag ein Testspiel in Rostow am Don gegen Tschechien locker mit 5:1, 3:0. Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt gratis Monat sichern. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Stanislav Čačesu erzielten Alexej Jono, 8., 29., Elfmeter, Anton Sabolotny, 24., Alexander Jeruchin, 79., und Dimitri Polos, 83., Tomáš Souček, 74., gelang der Ehrentreffer für die Gäste. Ex-Bundesliga-Profis Neustädter und Rausch in Russland Startelf. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Roman Neustädter, 30, der kurz vor der WM noch aus dem Kader gestrichen worden war, und Konstantin Rausch, 28, der mit 2 Assists überzeugte, starteten beide in der Verteidigung der Esbornaja. Am 11. Oktober trifft Russland am dritten Spieltag in der zweitklassigen Division B auf Schweden.